Herzlich willkommen, ihr Geimpfer-Genusswurzler. Heute gucken wir uns mal Deepwork Layer Stufe 10 an, den Ars Earth Guardian. Und Stufe 10 ist ja in dem Sinne sehr wichtig, weil man dort dann zum ersten Mal das weiße Gear bekommt, was das beste Gear ist. Ihr seht, mein Team ist free to play. Envy, Phoenix, Lily, Luna, keine Ahnung, wie der heißt, Taylor. Als Trainer benutze ich Medallic. Das Lineup müsst ihr genauso hinstellen, das ist super wichtig. Ihr braucht auch, glaube ich, Fury Sword, ohne wird es, glaube ich, schwer, weil ihr braucht irgendwas, was den Attack Speed erhöht. Das erhöht halt den Attack Speed. Deep Rock Crest. Und hier benutze ich Hero's Rope. Bei dem Boss ist auch wichtig, am Anfang knockt er einmal Envy zurück. Dann muss er zu Lily laufen. Wenn er zu Dingens läuft, zu Phoenix, ist scheiße. Dann müssen wir restarten. Ja, ihr seht, jetzt läuft er zu Phoenix, müssen wir restarten, müssen wir nochmal reingehen. Er ist ein bisschen tricky, weil wenn er nämlich zu Lily läuft, dann können wir ihn weghalten vom ganzen Team, dass er mit seinem AOE nicht immer das ganze Team trifft und stunt. Das macht's, ja, ihr seht wieder. Da müssen wir 3-4 mal restarten. Ihr seht das hier. Das ist eigentlich ganz gut, dass ihr das seht. Dann wisst ihr auch direkt, warum es dann manchmal klappt und manchmal nicht. Oh, ihr seht, er läuft schon wieder zu Phoenix. Das ist nicht gut. Aber ich lasse es mal im Video drin, damit ihr seht, dass das halt auch so ist, Leute. Weil wenn ich es jetzt rausschneiden würde, würdet ihr es wahrscheinlich nicht verstehen, sag ich mal. Okay, es passiert jetzt wieder. Das ist einfach random. Ob er halt nach links, ob er halt nach links zu Phoenix läuft oder nach rechts zu Lily. Mal gucken, was er diesmal macht. Jetzt läuft er zu Lily, perfekt. Mit Taylor springen wir am Anfang hier hin, um den Weg von Envy zu blocken, damit er ganz hier rechts rüber geht. Hier rechts rum. Um den Boss halt vom Team wegzutanken. Ihr seht das? Jetzt ist hier wichtig, mit Taylor nach hinten zu springen, hier so weit wie es geht. Und hier die Heiler-Ultis nicht zu machen, um das Schild runterzubekommen. Ja, und dann ist das eigentlich schon so gut wie geschafft. Der Boss wird jetzt quasi einmal noch hier die weglocken und dann kann er nicht mehr AOE auf all unsere Leute machen. Jetzt greift er immer nur noch Envy dann an. Und das macht der Boss halt um vieles leichter. Ich bin schon ein bisschen stärker jetzt, ich heile hier gar nicht mehr, wirklich. Und dann würde ich sagen, GG! Was haben wir hier bekommen? War nichts, was wir brauchen. Zwei... Alles Summons. Leute, ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch geholfen hat, hier weiterzukommen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, haut ein Abo raus und verpasst keins der weiteren Videos. Peace. Euer Wizard1.